Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Civilian Lab, der Greyman Plan B. Wer Civilian Lab kennt, kennt vielleicht auch Hazard 4, denn beide Firmen hängen zusammen. Hazard 4 macht mehr so den militärischen Sektor, während Civilian Lab dann die Produkte mit in Kooperationen macht, die dann auch für den EDC-Gebrauch oder ein bisschen undercover designt sind, wie zum Beispiel hier der Plan B. Den gibt es nämlich einmal als normale Variante von Hazard 4 und dann hier von Civilian Lab in dieser Greyman-Variante. Es handelt sich hier um einen Slingpack mit 17 Liter Volumen. Wir haben hier eine Gesamthöhe von 50 cm, eine Gesamttiefe von 22 cm mit den aufgesetzten Vordertaschen. Wenn man nur das Hauptfach nimmt, hat man ungefähr 17 cm und 16 bis 17 cm ist auch die Breite des Slingpacks. Warum ein Slingpack? Ganz einfach, gerade im militärischen Bereich hat sich ein Slingpack bewährt bei Fahrzeugcrews oder Helikoptermannschaften, die nochmal so ein Go-Bag haben wollten, um irgendwas schnell mal wegzubekommen. Der Pack hier ist genau so von der Größe, dass er hinter einen Autositz passt oder auch zwischen die Sitze, um das einfach nochmal platzsparend unterzubringen und hier auch dann die nötigste Ausrüstung unterzubringen. In der zivilen Variante hier habe ich den Vorteil, dass ich meine Ausrüstung ein bisschen verstecken kann, wenn ich als Behörde unterwegs bin oder aber hier auch im EDC-Bereich natürlich nicht so auffallen will, aber trotzdem irgendwo was Cooles, Taktisches haben will, ist hier der Plan B Greyman genau das richtige Produkt. Von der Ausstattung her habt ihr auf der Front zwei aufgesetzte Taschen, da sage ich gleich was zu. Wir fangen aber erstmal mit der Rückseite an. Hier habt ihr einen großen, breiten Trageriemen für ein Slingpack, genau richtig. Und der ist auch mittig angelegt. Bedeutet, ihr könnt ihn umbauen von links auf Rechtsbetrieb. Dazu habt ihr hier unten die untere Fixierung, die jetzt im Moment hier auf Rechtsbetrieb angelegt ist. Die kann ich dann einfach ausschlaufen und hier drüben anbringen. Und damit habe ich dann die Sling auch auf der anderen Seite tragbar. Von der Polsterung her wird hier ein großes oder großflächiges Mesh verwendet. Am Rücken selbst hat man so ein 3D-Pad-System mit Lüftungskanälen untergebracht. Also auch hier alles richtig gemacht, um den Slinger lange und bequem tragen zu können. Auf dem eigentlichen Trageriemen habt ihr nochmal zusätzliche Schlaufen und auch Molle-Schlaufen, um hier nochmal Ausrüstung anbringen zu können. Hier findet ihr auch weiterhin nochmal einen Stabilisationsstrap, um den Slinger bei Bedarf nicht nur mit dem eigentlichen Trageriemen tragen zu können, sondern hier auch nochmal mit einem 25 mm Gurtband seitlich fixieren zu können. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr das natürlich auch komplett abnehmen und ihn nur mit dem Hauptriemen tragen. Am Hauptriemen habt ihr hier einmal ein sehr starkes Gurtband, mit dem ihr schnell mit einem D-Ring hier die Größe verstellen könnt bei Bedarf oder auch locker machen. Und wenn ihr hier den Fastex-Verschluss euch mal genauer anschaut, da habt ihr eine Buckel, die sich einmal normal öffnen lässt, aber auch hier nochmal zusätzlich sichern lässt, falls ihr denn die Verbindung hier nicht schnell trennbar haben wollt. Dazu ist dann dieser Sicherungsriegel da. An den Seiten findet ihr jeweils einen Kompressionsriemen oben und unten. Da ist das Gurtband schön ordentlich mit Klett aufgerollt und sauber untergebracht. Fastex-Verschlüsse und hier ein seitlicher Einschub. Der ist relativ flach, also hier passt idealerweise ein AR-15-Magazin oder ähnliche Gegenstände in dieser Breite rein. Wenn die Tasche nicht gefüllt ist, liegt sie flach an, lässt sich auf der Oberseite mit einem Klett fixieren. Das heißt, auch da hat man dann keine Stelle, wo man hängen bleiben kann. Es würde auch eine Nalgene-Flasche reingehen natürlich, aber hier hat man natürlich dann im Hauptfach ein bisschen Volumen verloren, weil das Ganze sich nach innen drückt. Aber vom Platz her ist das so das Maximum, was hier reinpasst. Die aufgesetzten Fronttaschen hat man einmal eine kleine, einmal eine große. Auf der kleinen ist das Civilian Lab Logo zu finden. Ein umlaufender Reißverschluss von YKK mit zwei Schiffchen. Habe ich hier im oberen mal ein kleines Medikit untergebracht und eine Taschenlampe, dass ihr mal seht, was da so vom Platz her hier oben reinpasst. Und in der unteren Tasche habt ihr ein bisschen mehr Platz, logischerweise. Die ist ja etwas länger. Da habe ich jetzt mal für Undercover-Einsatz quasi ein paar Flashbangs reingepackt. Und dann hier ist hier nochmal eine kleine Organisation untergebracht.
Ein Stifthalter mit zwei Stiften aktuell gefüllt und dann nochmal zwei Taschen nebendran, wo man zum Beispiel Werkzeug, ein Multitool ohne Probleme reinbekommt. Und im unteren Bereich ist nochmal eine Tasche, die sich von beiden Seiten bedienen lässt. Dazu ist hier ein Klettverschluss, das heißt einfach nur eine Schlaufe, um Gegenstände dann auch von beiden Seiten zugreifen können. Da habe ich mir selber auch gerade ein gutes Stichwort gegeben, beidseitiger Zugriff. Lässt sich ja von rechts auf links umbauen. Hier habe ich bei den aufgesetzten Taschen die Möglichkeit und beim Hauptfach das von beiden Seiten auch zu tun, egal ob ich ihn rechts oder links trage. Das zusätzliche Fach, das ich euch jetzt zeige, lässt sich nur von einer Seite zeigen, beziehungsweise bedienen, nicht zeigen. Ich zeige es, bedienen geht nur von einer Seite, denn hier habt ihr einen umlaufenden Reißverschluss in L-Form und der ist nur für die eine Seite halt gedacht. Dieses Fach ist, ich sage es jetzt mal so, das kann man entweder als Trinkblasenfach nutzen oder eben auch als Waffenfach fürs verdeckte Tragen. Dazu hat man hier auch wieder zwei Reißverschlüsse. Ich habe jetzt hier einmal untergebracht eine Kurzwaffe und zwei Magazine. Die lassen sich da einkletten. Klettmodule sind nicht mit dabei. Hier hat man ein schönes Mikrovlies. Das hat man ja immer bei Hazard 4 und bei Civilian Lab Produkten. Ist sehr cool, weil es A, nicht viel Dreck aufnimmt und trotzdem sehr gute Kletteigenschaften hat. Und hier kann ich dann halt bei Bedarf Module anbringen. Wenn ich das Fach jetzt für eine Trinkblase nutzen möchte, passen hier bis zu 3 Liter Trinkblasen rein, wenn sie denn relativ schmal sind. Muss man natürlich aufpassen, hier gerade jetzt bei der Trinkblase, wenn der Steg sehr breit ist, hat man oben eventuell ein bisschen eine engere Stelle. Das heißt, ich lege die jetzt einfach mal nur rein und fixiere sie mal nicht auf der Oberseite, obwohl hier auf der Oberseite auch eine Schlaufe dafür vorgesehen ist. Und hier gibt es auch nochmal einen Durchlass ins Hauptfach, falls ich denn den Schlauch auch, beziehungsweise wenn ich das Trinksystem im Hauptfach habe und den Schlauch hier durchführen möchte. Tatsächlich vermissen tun wir den eigentlichen Trinkschlauchauslass aus dem Pack, denn den gibt es hier nirgendwo. Das heißt, man muss im Endeffekt hier oben den Reißverschluss ein kleines bisschen offen lassen, kann man da den Schlauch dann rausführen und ihn dann hier am Trageriemen natürlich noch fixieren. Kann man dann unten hier noch den Klett aufmachen und den da auch nochmal fixieren. Und damit habt ihr euer Trinksystem fix am Slinger verbaut. Gehen wir ins Hauptfach. Dazu müsst ihr einmal alle Fastex-Schnallen rundum öffnen. Und dann könnt ihr hier den umlaufenden YKK-Reißverschluss öffnen. Könnt das Ganze dann auch wirklich hier mit der Hand aufreißen, sage ich mal. Hier haben wir jetzt auch wieder so eine Worst-Case-Szenario-Ausstattung mal gewählt. Als Beispiel, ihr habt hier auf der Flappenseite eine Mesh-Tasche, wo ein Tourniquet untergebracht ist mit einem Zipper. Da könnte man theoretisch auch nochmal unten drunter was unterbringen. Flache Gegenstände muss man sich aber bewusst sein. Hier ist natürlich kein Verschluss. Das heißt, wenn ich das Ganze so aufmache, kann es nach unten rausfallen. Aber es wäre möglich, wenn man hier straff packt. Das eigentliche Hauptfach lässt sich entweder in der kompletten Größe nutzen oder es lässt sich unterteilen. Dazu habt ihr hier eine Trennwand in der Mitte. Beziehungsweise ich habe sie jetzt in die Mitte gesetzt, die kann man aber auch woanders hinsetzen. Die ist nämlich einklettbar. Hat hier auch das schöne Mikrovlies beidseitig, da kann ich dann auch Klettmodule aufsetzen und dieses Teil dann halt entsprechend auch im Pack versetzen, so wie ich das gerade brauche. Dazu sei noch gesagt, wenn ihr das Ganze ohne nutzt, seht ihr schon, der Slinger hat relativ wenig Eigenstabilität, das heißt, er ist relativ dünnwandig. Deswegen würde ich die Trennwand auf jeden Fall nutzen, um einfach hier noch ein bisschen Stabilität in der Horizontalen hinzubekommen. Hier hat man dann auch umlaufend auf den oberen Flächen das schöne Mikrovlies, um da Magazintaschen oder Organizer oder was der Teufel weiß, da noch dran bauen zu können. Und im unteren Bereich habt ihr noch mal eine kleine Mesh-Tasche. Wenn ihr die Trennwand ein bisschen weiter nach unten setzt, dann könntet ihr auch hier unter der Trennwand zugreifen, um da zum Beispiel ein paar Handschuhe unterzubringen. Ein ganz wichtiges Feature noch, wenn ihr als Beamter das ganze System hier undercover nutzt, ist natürlich euch dann auch, wenn es denn genutzt wird, kenntlich zu machen. Dazu habt ihr hier auf der Front eine große Klettfläche, die unter einer Abdeckung versteckt ist. Bei Bedarf könnt ihr die abziehen, könnt ihr hier schon euren Einheitenpatch unten drunter
platzieren. Und somit weiß jeder genau, der darf das, der kann mit der Pistole rumspielen und den Bösewicht fangen. Der Civilian Lab Greyman Plan B ist ein sehr, sehr cooler Slinger mit 17 Liter Volumen, wo ihr das Nötigste für euren Einsatz reinbekommt. Natürlich ist er auch für den EDC-Bereich sehr, sehr gut geeignet. Gerade wenn ihr sagt, ein Rucksack ist mir jetzt vielleicht zu viel oder zu warm, viel zu viel Auflagefläche am Rücken, da ist ein Slinger vielleicht die bessere Wahl. Und gerade wenn ihr nicht zu viel Gewicht habt, hat er hier genau die richtige Größe, um eure täglichen Habseligkeiten gut aufzunehmen. Ihr bekommt den Civilian Lab Greyman Plan B bei Recon Company, der Link ist unten eingeblendet. Nutzt ihr selber Produkte von Hazard 4 oder Civilian Lab, dann schreibt es uns in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat, wie man an dieser Stelle Lack. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.